Herzlich willkommen zu unserer nächsten Immolution-Podcast-Folge. Heute wieder mit Wendelin, der ein cooles Thema vorbereitet hat. Und zwar, ab jetzt verkaufe ich nur noch Luxusimmobilien und was es damit auf sich hat. Ja, hi Heinz, grüß dich. Grüß euch alle Zuhörer auch nochmal. Die Frage, die ich heute vorbereitet habe, ist ja dieses Glaubensmuster, das man hat oder so. Ich verkaufe nur noch Luxusimmobilien, ich kriege ja die gleiche Prozentsatzprovision auf eine viel höhere Summe, gleiche Arbeit, aber viel, viel mehr Geld. Und die Frage, ist das wirklich so? Dann auch die Frage, wie realistisch ist es denn überhaupt für den, ich sag mal, Makler aus einer Region, ländlich, dörflich, in der Stadt, ne, ich sag mal, in Berlin, jetzt auch rein aus meiner Vorstellung heraus kann ich mir vorstellen, ja, in Berlin oder in München kann es sein, dass ich mehr davon habe, aber wenn ich jetzt irgendwo in Osten, nichts gegen Leute aus dem Osten, auf dem Land lebe, habe ich vielleicht nicht so viel davon. Also wie realistisch ist es überhaupt für die Makler generell und stimmt das? Gleiche Arbeit, viel mehr Geld. Also die Frage kann man so stellen, da steht aber viel mehr dahinter, als eben nur jetzt die Antwort auf diese Frage zu sagen, ich verdiene dann mehr Geld. Ja, natürlich verdient man damit mehr Geld. Das also habe ich mir schon gedacht. Damit deswegen, können wir die Podcast-Folge beenden. Genau, deswegen frage ich dich. Ja, das habe ich mir gedacht, weil ich weiß, du weißt ja immer, da steckt viel mehr dahinter. Also die Antwort ist einfach, ja. Natürlich verdient man mehr Geld, wenn man Luxusimmobilien verkauft. Weil, warum? Klar, der Kaufpreis ist deutlich höher. Und selbst wenn ich jetzt, sagen wir mal, als Makler nicht die 6% durchsetzen würde, sind natürlich 3% von 1, 2, 3 Millionen mehr als 6% von 300.000 zum Beispiel oder ne, 500.000. Also ja. Das heißt, da kann man schon deutlich mehr verdienen. Aber das ist viel zu einfach und genau diese Einfachheit ist es auch, die Leute dahin führt. Ne, diese einfache, kurze Schlussfolgerung. Aber es steckt halt viel mehr dahinter. Viel mehr dahinter. Das hab ich mir und gedacht. Das, wenn du Lust hast, machen wir das mal. Ja, gucken klar. Uns da genau das dann mal lass an. Lass doch mal da reingehen. Also der erste Punkt ist natürlich, den man sich aus der Sicht der Makler anschauen muss, ist, in welcher Region bin ich denn überhaupt? Und was für Wahrscheinlichkeiten habe ich? Wenn ich also zum Beispiel in Hamburg bin oder in, sagen wir mal, Düsseldorf oder Köln oder Frankfurt, so sagen wir mal, München wollen wir nicht vergessen, ne, Leipzig, also einfach so die Hotspots, ja, in Deutschland, dass da natürlich auch mehr gute oder sagen wir mal gehobenere, ich würde es dann gar nicht mal sagen Luxusimmobilien, ne, gehobenere Immobilien stehen. Denn das Luxussegment ist nochmal eine andere Hausnummer. Mhm. Und wenn man sich mal überlegt, dass zum Beispiel in Amerika in einem Stadtteil oder in einer Stadt mehr coole Immobilien stehen als wahrscheinlich in ganz Deutschland zusammen. Alleine von der Bauart, wie man das Ganze angeht. Warum? Ist ja auch logisch, wenn man jetzt, sag mal, zum Beispiel LA nimmt oder New York nimmt, da ist ja auch die Anzahl an, sagen wir mal, Rich People viel konzentrierter. Und das ist natürlich in größeren Städten in Deutschland genauso. Also die Konzentration an vermögenden oder reichen Menschen, was vollkommen logisch ist, durch die Infrastruktur, durch die Gewerbetreibenden, durch die mittelständischen Unternehmen, die großen Medienunternehmen und so weiter, ist doch vollkommen klar. Ne? Also das ist mal der erste Punkt. Ja. Ja, also das heißt, wo stehen überhaupt die Immobilien und bin ich da? Das heißt, du sagst natürlich das, was ich am Anfang auch aufgegriffen habe, es ist ein entscheidender Faktor Standort, auf jeden Fall. Absolut. Da kann man nicht drum herum reden. Ja, Standort ist der erste Faktor. Dann muss ich mir natürlich auch über eine Sache ganz klar werden, dass der Verdrängungsmarkt oder der Wettbewerb, sagen wir es mal, der Wettbewerb an einem Hotspot natürlich deutlich höher ist. Und ich will da gar keinem zu nahe treten, wenn ich aber jetzt, sagen wir mal, in einem ländlichen Gebiet bin, dann habe ich eine bestimmte, sagen wir mal, Charaktere an Mensch, aber auch an Makler, die dort agieren. Und die Frage ist halt, die kann sich auch jeder selber beantworten, ist, kann ich mich dort, wenn ich einen besonders guten Job mache, eine besonders gute Dienstleistung und die sehr qualitativ ausführe, kann ich mich dort schneller abheben? Mhm. Als zum Beispiel in so einem, sagen wir mal, Haifischbecken.
wie Berlin zum Beispiel oder Hamburg. Wenn ich also nach Hamburg oder Berlin gehe, ist die Wahrscheinlichkeit, und nochmal, ich will niemandem auf den ländlichen oder in den ländlichen Gebieten dazu nahe treten, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Hamburg agieren will, dann muss ich einfach damit rechnen, dass da auch ein anderes Kaliber an Makler aktiv ist. Zum Beispiel auch die, sag mal, größeren Companies, die sich zum Beispiel auch Luxusimmobilien oder gehobenen Immobilien verschrieben haben oder dass deren Kernkompetenz ist, zumindest mal im Marketing, dass ich davon natürlich mehr im Wettbewerb habe. Logisch, ist ja auch, ich habe ja mehr Menschen dort, das heißt, dann habe ich dort auch mehr, wie du gesagt hast, auch mit den wohlhabenden und vermögenden da, Menschen. Da, wo mehr zu holen ist, ja, das ist wie bei den Goldgräbern, ne? Ja. So, ne? Das heißt also, wenn man das mal sich so also anschaut, wie das war zu der Goldgräberzeit, da, wo die Goldmine war, da war, ne, da waren natürlich auch mehr. Und dann sind einige Leute hingegangen und haben sich dann irgendwo geguckt, wo ist denn keiner? So, und kann ich da auch was holen, ne, zum Beispiel? So, das ist eine ganz, ganz einfache Sache. Das ist wieder so, Wasser fließt nach Möglichkeiten. Sehr gut beschrieben, ja. Ist okay, auch so. Eine ganz einfache Kiste. So, jetzt kommt der nächste Part. Der nächste Part, der sehr wichtig ist, den man einfach beachten muss, ist, welche Fähigkeiten, welches auch Potenzial an Marketing habe ich, um mich in einem Markt zu etablieren. Ja, weil, weißt du, es ist nicht damit getan, einfach rauszugehen und zu sagen, ich verkaufe jetzt nur noch gehobene Immobilien, weil der Punkt ist, ich will damit nicht sagen, dass Leute, die, sagen wir mal, einfachere Immobilien haben, nicht anspruchsvoll sein können. Aber es sind halt die Wahrscheinlichkeit, man muss ja immer vorsichtig sein in Deutschland, die Wahrscheinlichkeit, dass das auch, sagen wir mal, einfachere Menschen sind, ja, die mit einer anderen Dienstleistung zufriedenzustellen sind, sollte klar sein. Das heißt, wenn ich also in so eine Stadt gehe wie Hamburg oder München, dann ist ein anderes Anspruchsdenken da. Das heißt, der Standard ist ein anderer. Kann ich den halten? Bin ich fähig dazu? Habe ich die Ausbildung? Ja, oder bin ich einfach nur auf, ich will ein bisschen Kohle machen, raus? Ja, also das heißt, kann ich in der Liga spielen? Punkt. Kann ich in dieser Liga spielen? Genau, weil das ist ja die Frage der Qualität am Ende des Tages. Auch dieser Glaube, darauf wollte ich auch hinaus mit der ersten Frage, gleiche Arbeit für viel mehr Geld. Aber es ist ja, da hast du ja jetzt schon den einen Punkt nur rausgenommen, der Qualitätsanspruch an den Leuten ist ja schon ein anderer in diesem Segment, wenn ich gehobene Immobilien oder sehr preiswerte zu günstigeren Also wir können, wir können das wirklich abkürzen. Mhm. Jetzt schau dir mal an, du oder wir beide, du hast jetzt so eine gehobene Immobilie, so eine Luxusimmobilie. Mhm. Sag mal, du hast ein Einfamilienhaus, du hast richtig Gas gegeben, so für 2 Millionen. Mhm. Ja? So mit Pool, mit allem Schnick, Schnack, Schnuck und so weiter. Es kommen 2 Makler, Makler A, Makler B. So, Makler A kommt top gekleidet, hat Top-Referenzen in der Tasche, kann dir zeigen, er hat schon x Immobilien in dieser Kategorie verkauft, tritt auch entsprechend auf. Ne? Also das Bild ist rund. Und jetzt kommt Mr. Wichtig, der hat keine Referenzen, der hat jetzt gerade gestartet als Makler, der ist noch grün hinter den Ohren. So, wem würdest du denn jetzt den Auftrag geben? Ja, klar, Makler A, aber es muss ja nicht mal dieses krasse Extrem sein. Es reicht ja auch schon, wenn es Makler A ist, wie du beschrieben hast, ein Makler B hat auch vielleicht 10 Jahre Erfahrung, auch einige Referenzen, aber auftreten ist nicht so rund und auch nicht Referenzen in dem Bereich. Das spielt ja eine große Rolle. Wenn ich eine Immobilie habe für 2 Millionen, will ich die nicht von jemandem verkaufen lassen, der das noch nie gemacht hat. Genau, das ist der Punkt. Ne? Also das heißt, daran machen die Leute das fest. Und das zeigt auch, warum eben bestimmte Maklerunternehmen, die sich in diesen Bereichen positioniert haben und auch diesen Track Record haben, und zwar völlig wurscht, ob sie wirklich heute noch so gut sind, wie sie vielleicht mal waren. Aber sie haben es geschafft, im Bereich von Marketing und Branding sich in diesem Bereich zu positionieren. Das müssen wir gar nicht bewerten, wie gut sie im Detail sind. Aber wenn jemand heute eine gehobene Immobilie, Luxusimmobilie hat und er will die verkaufen, dann hat er bestimmte Makler in seiner Stadt mit Sicherheit auf dem Schirm. Mhm. Und das hat einen Grund. Ja. Das hat ganz einfache Gründe. Ja, also die Leute sind ja, sagen wir mal, auch an der Stelle einfach, ne, bei Bekanntheitsgrad setzt Expertenstatus voraus, ist zum Beispiel eine
ein stabiler Punkt für die ja. Leute, ne? Ja, den kenne ich und ja, der hat da schon was gemacht in dem Bereich und so weiter. Ja. So. Und ich kann, jetzt kommt auch mal so last but not least auch eine Empfehlung von mir. Ich kann allen Leuten, die wirklich gehobene Immobilien oder in diesen Luxusbereich rein wollen, einen ganz einfachen Leitfaden geben. Oh ja, jetzt kommt's. Punkt Nummer eins, wenn du Starter bist, fang an, dir erstmal einen Namen zu machen. Und zwar einen sehr, sehr guten. Und das können auch schwierigere Immobilien sein, die kein anderer vielleicht verkauft bekommt. Aber du hast es geschafft. Das ist der Start. Das heißt, erstmal, du lernst zu überzeugen. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, arbeite an dir selber, dass du ein exzellentes Auftreten hast. Und zwar in Form von Kompetenz, dass du wirklich weißt, wovon du sprichst, dass du das auch beweisen kannst. Drittens, dass man das auch sehen kann, durch die Art und Weise, ne, wie du auftrittst, dass du gute Manieren hast, dass du aber auch für was stehst, dass du straight bist, ne, und dass du eben wirklich in der Lage bist, das, also eins mit deinem Expertenstatus zu sein, als Person, dass das zusammenpasst. Ne? Ja, so. Einfach ordentliche Kleidung, gute Manieren, sehr gute Kommunikationsfähigkeiten, top aufbereitete Unterlagen. So, das sind schon mal nur so ein paar Dinge, die da sehr, sehr wichtig sind. Okay. So, und das nächste ist, sorge dafür, dass du immer mehr Objekte in deinen Bestand bekommst. Dass du dich nicht von einem zum nächsten Objekt hangelst, sondern dass du die Menge an Objekten nach oben fährst. Das heißt mehr Akquise. Mehr Akquise, dass du gute Objekte, also die Objekte, die du reinholst, gut reinholst, also einen ordentlichen Auftrag machst mit verkaufbaren Kaufpreisen, so, und dann lieferst und nochmals lieferst. Ne? Also, dass du keine Objekte hast, die du nicht verkauft bekommst. Und jetzt wird etwas ganz Magisches passieren. Weil ganz kurz, bis zu dem Punkt hast du doch jetzt eigentlich das beschrieben, was jeder gute Makler machen sollte, der gute Absichten hat. Absolut. Ja. So, genau das ist der Punkt. Und die meisten sagen natürlich auch, dass sie das alles tun, tun sie aber nicht. Okay. Weil die Wahrheit, was da draußen passiert, sagt ja was anderes. Ja? Und der Teufel steckt auch im Detail. Lass wir mal ganz offen sein. Ne? Und was ist an der Stelle aber jetzt der magische Punkt? Oder das Magische, was dann passiert? Der magische Punkt ist, und es ist tatsächlich so, du brauchst dir gar keine Gedanken darüber zu machen. Du wirst die Qualität deiner Objekte automatisch Schritt für Schritt nach oben fahren. Es wird automatisch besser. Weil, ich sage auch warum, die Aufmerksamkeit auf dein Unternehmen und auf deine Person wächst unaufhörlich. Weil du bist ja dann schlau, weil du kommst zu uns ins Coaching und da lernst du dann, wie du deinen Erfolg richtig vermarktest. Ja, wie du dich richtig positionierst. So, und dann wächst deine Aufmerksamkeit. Je mehr deine Aufmerksamkeit wächst, umso mehr Viewpoints, Touchpoints baust du ja auf. Und damit steigerst du deine Aufmerksamkeit ins Unermessliche. Und das ist wirklich der Game Changer dann. Ja, du kriegst immer bessere Objekte. Also wenn du kannst wirklich anfangen mit, sagen wir mal, 100.000 Euro Objekten. Und es wird, wenn du das richtig gut machst, wird dann in dir selber schon der Wunsch reifen, 200.000 Euro Objekte zu machen. Und das alleine reicht schon aus, um die 200.000 Euro Objekte zu bekommen. Weil du machst deinen Job gut und du verlierst, dann sagst du, okay, check, das habe ich gemacht, das habe ich gut gemacht, okay, the next please. Und dann zack, und dann wirst du die nächste Stufe kriegen, du kriegst sie. Das ist einfach, das ist Entwicklung. Weil was ich da raushöre, ist ja auch, ich glaube, darüber müssen wir mal eine ganz eigene Podcast-Folge machen. Ich kenne dich ja und ich weiß ja, dass du so ein bisschen allergisch darauf reagierst, wenn man sagt, Sales ist alles. Und du redest ja gerade davon, dass das passiert und man es anzieht, wenn man seine Dienstleistung auf ein exzellentes Niveau bringt und eine Top-Leistung bringt. Und das ist ganz spannend, weil man sagt ja immer, nein, Sales und mach einfach dann nur noch gutes Marketing und hin und her und dann verliert man sich darin, die Leistung lässt nach und das ist ja das, wo du auch sagst, also du bist wirklich der felsenfesten Überzeugung, die Delivery ist die Königs, also ist das, was wirklich zählt, die Leistung. Absolut. Also nur damit es auch da kein Missverständnis gibt. Natürlich ist Marketing der Key.
Das ist ja vollkommen logisch. Aber stellt euch doch bitte mal eine Sache vor. Guck mal, was ist Geld? Erstmal ist Geld ein Tauschmittel, bla 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 bla. Das wissen alle da draußen, oder hoffe ich zumindest nicht, ja. Aber Geld ist die Folge, das Ergebnis eines Produktes. Du gehst doch auch nicht in den Laden und machst da einmal so und sagst dann, hier ist meine Karte, buchen Sie mir 1.000 Euro ab. Verstehst du? Du kriegst ja was dafür. Du kriegst eine Ware, du kriegst eine Dienstleistung und dafür gibt es Geld im Austausch. Aber Geld ist die Folge eines gelieferten Produktes, einer Ware, einer Dienstleistung oder sonst irgendwas. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was da so schwer dran ist zu verstehen. So, wenn Marketing jetzt alles ist, also vor der Delivery, vor dem Produkt, vor dem Geld steht, das ist genau der Grund, warum es da draußen so viele Betrüger gibt. Das ist genau der Grund, warum es da draußen so viele Betrüger gibt. Weil sie sagen, Marketing ist alles und das Produkt ist nicht entscheidend. Und das ist eine Lüge. Und hinter jeder Wahrheit steckt eine Lüge. Und es ist so eine große Lüge, dass es mir schon fast wehtut, weil da werden echt junge Leute, die Entrepreneurs werden wollen, auf eine falsche Fährte gelockt. Okay. Also nochmal zum Verstehen. Marketing ist, weil sonst, klar, sonst erfährt es ja keiner. Aber es ist doch ein Unterschied, ob ich sage, pass auf, du gibst mir jetzt 1.000 Euro, aber ich betrüge dich. Also du kriegst nichts dafür. Nothing. Du kriegst einen Haufen Scheiße auf den Tisch für 1.000 Euro. Ja? Und ich gebe dir, irgendwie so ein little bit of gold für 1.000 Euro. Ja. Was willst du denn lieber nehmen? Ja, natürlich Zweiteres. So, was kann ich denn besser vermarkten? Den Haufen Scheiße oder den Anteil an Gold? Natürlich den Anteil an Gold. Ah, lustig, ne? Oder? Total lustig. Ist total super lustig. Wenn du also einen super geilen Job hast und du hast in der Reihe geschaltet Leute, die cool über dich reden und du vermarktest das jetzt, du machst jetzt darauf coole Marketingkampagnen, dann frage ich mich, welches Marketing wird denn am Ende besser sein? Ja, was nachhaltiger, was wird länger währen? Auch, ja, der andere ist doch ein Schaukschläger. Ja. Das ist doch einfach für den Arsch. Das wird vielleicht mal kurzzeitig funktionieren, aber... Genau, das ist für den Arsch. Ja, da kannst du noch so große Events machen oder noch so groß laut rumschreien draußen. Es wird rauskommen, dass du einen Haufen Scheiße lieferst. Dass du einfach keine Power hast. Dass du deinen Job nicht verstehst. Dass du selber nie beim Kunden warst. Dass du irgendeine Lügen verbreitest. Dass du irgendeinen Bullshit erzählst. Es wird rauskommen. So oder so. Ja, und irgendwann wird dann natürlich auch der ein oder andere Anwalt drauf aufmerksam. Irgendwann wird dann die ein oder andere Polizei vielleicht auch darauf aufmerksam, ja, wie wir das ja an verschiedenen Standorten der Welt schon erlebt haben. Ja, also verstehst du, Kriminalität wird nicht besser durch Marketing. Verstehst du? Ja, also ein Betrug wird nicht geiler, weil es ein cooles Marketing hat. Also ich kann nur sagen, macht mal die Knöpfe auf da draußen, macht mal bitte die Augen auf. Ja, so und das, und ich meine wirklich, was passiert. So und jetzt, wenn wir das umdrehen und sagen, hey, du machst das alles richtig cool und jetzt gehst du raus und jetzt machst du cooles Marketing, dann kommt, Leute, jetzt bitte, come on. Dann kann das ja nicht anders sein. Also ich würde zusammenfassend sagen. Und dann wirst du auch der Luxusmakler. Genau. Wenn du das wirklich möchtest. Aber nochmal, bei mir hat ein Luxusmakler oder gehobener Immobilienverkäufer keinen höheren Stellenwert als jemand, der im Sauerland, in der Eifel oder in Bayern auf den Dörfern einfach einen saugeilen Job macht, weil es sein Zuhause ist, weil er daherkommt, weil er die Menschen mag, weil er die Gegend mag. Das ist genauso wichtig, genauso cool, genauso wertvoll und hat bei mir keinen anderen Stellenwert. Jeder soll das tun, wo er Bock zu hat. Aber mach es bitte gut. Mach es sehr gut. Mach es mit Wow-Faktor. In diesem Sinne. Vielen Dank, Heinz. Sehr, sehr gute Podcast-Folge.